Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem etwas, ja, ich sag's mal, späten Stream. Aber ich dachte, ich fahre mal eine kleine Runde und lasse euch daran teilhaben. Ich habe mir nämlich ein kleines Add-on geholt von Trainworks. Und zwar ist es der Swiss Express, bestehend aus der RE442, wie wir es gerade hier vor uns sehen, inklusive der Komposition dahinter. Und ganz hinten ist der Steuerwagen, den werden wir dann gleich noch sehen. Die Lok an sich sieht man ab und zu im Zürcher Hauptbahnhof und in dem befinden wir uns jetzt auch gerade. Und wir müssen dann auch hier auf dem Bahnsteig da runterfahren und die Türen aufmachen und dann fahren wir Richtung Olten. Das ist erstmal der Plan. Leider fahren die bald nicht mehr sehr lange. Jetzt aktuell, glaube ich, sind sie gerade im Rübenexpress unterwegs. Zumindest eine Lok davon. Und mit der 111.08 fahren wir hier mal den Swiss Express. Ich finde die Kupplung noch sehr interessant. Die hier habe ich so in echt noch nie gesehen. Und moin, Katschutz. Okay, gehen wir nach vor. Hier in der Mitte irgendwo, genau, haben wir noch den Restaurantwagen mit eigenen Stromabnehmer. Und ganz weiter vorne Steuerwagen. In dem werden wir dann primär dann drin sitzen, wenn wir dann von Zürich Hauptbahnhof ausfahren. Die Strecke Zürich-Olten an sich ist eigentlich eine schöne Strecke, aber teilweise passt der Maßstab nicht ganz und es hat ein paar Bugs. Den ersten Bug, den seht ihr vermutlich hier. Ich setze die ganzen Zwergsignale hier. Das sind alle auf Fahrt. Das ist so sicherlich nicht gewünscht. Aber ja, ist wie es ist. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal tun wir die Musik wechseln, weil das ist furchtbar. Als allererstes werden wir hier mal die RE44 aufrüsten und fahren in den Hauptbahnhof ein. Quasi mein Heimatbahnhof, wenn man so möchte. Okay. Steuerschlüssel an. Steuerstrom an mit N. Pantograph mit P. Und Hauptschalter mit M. Und natürlich die Lichter an. Und da werden wir aufgerüstet. Okay. Gemäß Handbuch gibt es sogar eine Geschwindigkeitsvorwahl. Aber ich glaube, das hat die Lok hier gar nicht. Düsen wir mal los. Fahrtrichtungswender wäre vielleicht noch eine Idee. Und Spielsound anmachen wäre auch eine Idee. Da wäre der Spielsound. Ja, aber es geht. Soweit eigentlich ganz gut. Kann mich nicht beklagen an selber. Ich mache die Musik mal ganz aus, zum Konzentrieren. Vielleicht ein Tick leiser. Oder lauter. Ich glaube, so müsste ich eigentlich passen mit der Lautstärke vom Spiel her. Gründerlogo? Also jetzt auf Twitch oder wie? Nice. Ja, Gratulation.
Ja, der Bremssound ist dezent krass. Er ist nicht geil. Okay, tun wir hier mal abrüsten. Wir machen den Hauptschalter aus. Pantograph nach unten. Steuerstrom aus. Schlüssel aus. Und Lichter aus. Und gehen mal hier in den Triebkopf. Das war der ZOB. Hier das gleiche nochmal. Einschalten. In Stromabnehmer hoch. Hauptschalter. Und was wir jetzt noch machen, wir machen die ZOB an mit E. Die wird uns gleich eine Notbremse reinhauen. Und da hätten wir die Notbremse. Hauptschalter ist draußen. Den haben wir jetzt gerade wieder rein. Bremsen gelöst. Lichter machen wir wieder an. Fahrtrichtungswender nach vorne. Und von außen nochmal kontrollieren. Das sieht gut aus. Hinten bei der Lok. Die hat sich auch geändert. Was? Bin ganz kurz woanders. Ich finde den anderen. Ich muss später nachschauen. Ja, okay. Alles klar. Ja, dann. Wir müssen warten, denn der Kollege hier, der fährt vor uns raus. Können wir uns den Zürcher Hauptbahnhof hier mal angucken. Währenddessen können wir die Musik wieder anmachen. Zumindest so ein bisschen im Hintergrund. Ja, ist vielleicht ein bisschen laut. So ist besser. Den alten Anzeiger hat es leider nicht mehr. Den haben sie jetzt ausgetauscht durch eine digitale Variante. Das ist jetzt eine ganze LED-Wand. Das passt soweit, wobei die Uhr hätte ich jetzt weiter rechts hingestellt. Bisschen leer hier für den Zürcher Hauptbahnhof. Da, hier geht's nach unten. Das stimmt nicht. Auch das stimmt nicht. Die hätte ich ein bisschen weiter nach rechts versetzt. Den Imbiss gibt's da so gar nicht. Und jetzt ein bisschen mehr Tramgleise. Die gehen auch hier nach hinten. Da hat es hier eine kleine Abstellung hinter dem Gebäude. Und das Gebäude da, das steht da so gar nicht. Da geht es hier gerade durch. Und das stimmt so mal gar nicht. Also, da wäre ein Trambahnhof. Da wird noch die Straße vorbeigehen. Das da hier ist eigentlich eine Unterführung. Da wäre es ein Coop drin. Die Gebäude da vor uns, die wären so auch nicht. Aber ja, sehen wir es mal nicht ganz so kritisch, weil das würde man gar nicht sehen, wenn man hier nicht rumgeht. Das stimmt auch nicht. Also ja klar, das Café gibt's hier. Hier ist jetzt mittlerweile ein Burger King. Die Info-Dinger gibt's auch nicht mehr, die waren aber eine recht lange Zeit da. Sieht jetzt anders aus. Ja. Rolltreppen nach unten, die gibt's jetzt tatsächlich. Jetzt dann die Unterführung. Ticketautomaten, glaube ich, stehen da tatsächlich. Der K-Kiosk stimmt auch. Der Rest sieht eigentlich okay aus. Okay, gehen wir mal nach vorne. Da kommt jetzt gerade der andere Swiss Express rein. Boah, sind dessen Wagen laut. Wir gehen mal hier rein. Und Wert, warte mal, Geschwindigkeitsvorwahl. Habe ich ja hier nicht, ne? Es steht im Handbuch drin. Aber ich sehe da nichts für eine Geschwindigkeitsvorwahl. Egal. Wir wollen weiterfahren. Richtung Prime Tower. Bremsen lösen.
Los geht's mit der Fahrt. Ah, ist schon eine geile Zugkombi, muss ich schon sagen. Und ich mag das Farbschema. Einmal über das ganze Gleisbett drüber. Das ist übrigens der Stellwerk von Zürich. Moin Nachtfell! Ach, den Flugzeugen geht's eigentlich soweit ganz gut. Nerven mich momentan nicht. So, da vorne haben wir Zürich Hardbrücke mit dem Prime Tower, dem höchsten Gebäude der Schweiz. Will man gar nicht glauben, aber ist tatsächlich so. Also mit den Frames, wird es bald besser. Oh, was? 40? Wieso 40? Das, glaube ich, war jetzt ein Fehler, oder? Ja, nee, das mit den 40 war garantiert ein Fehler. Ah, das Album kommt bestimmt. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich sehe gerade, ich habe den Live-Chat gar nicht eingeblendet. Jetzt sollte aber drin sein. Und da hätten wir Zürich Altstetten. Da steige ich jedes Mal aus für die Arbeit. Oh, da haben wir unseren Kollegen. Den dürfen wir überholen. Nice. Okay, den Live-Chat will er trotzdem irgendwie nicht anzeigen. Ah doch, er tut's. Digga, aber der ist nicht so gut sichtbar. Da schon mal eine kleine Sorry, aber jetzt im Stream könnte das schlecht anpassen. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir da ohne Notbremsung durchkommen. Ja, ja, lesen kann ich ihn gut, aber bei mir wird er anders angezeigt, als wie jetzt das, was ihr auf Twitch seht.
Da ploppern wir direkt den OBS auf. Und da werden wir schon entschlieren. Ein bisschen runter mit der Leistung. Du hast die Aufnahme bezüglich der letzten Show, da kriegst du noch das, was ich gemacht habe. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, das entsprechend zu schneiden. Aber die Show ist komplett aufgenommen. Das ist safe. So, einmal 60. Auch wenn er hier 110 anzeigt. Was eigentlich falsch ist. Glaube ich, müsste eigentlich anders stehen. So, bei der Musik ein bisschen lauter gemacht. Schon ein langer Zug hier. Ah, ich mag diese Wagen. Wenn sie denn nicht so laut werden. Und da haben wir eine Schwesterlok. Gemischter Güterzug hier. Und so wie es aussieht, werden die da von der Rangierlok gerade gezogen. Okay, dann gehen wir wieder Gas. Noch 20 Kilometer bis Lenzburg. Und dabei einmal drüber über die Überwerfung. Da zu der Linken echt großer Güterverlad. Ich glaube, ist der größte in der ganzen Schweiz. Ist auch echt total gigantisch, wenn man hier dran vorbeifährt. Ist ein mega großes Areal. Thank you.
Was, wenn ich auf der Arbeit an den Eisenbahnzeitschriften stehe, überlege ich immer mal, was du davon wohl eventuell lesen würdest. Ah, vermutlich einiges davon. Was sind denn das so für Zeitschriften? So, da geht's jetzt gerade in den Tunnel rein. Wird erstmal dunkel. Ja, okay, aber um was geht's denn so thematisch? Jetzt irgendwie aktuelle News, dass sie jetzt dieses 49-Euro-Ticket einführen oder ist mehr so historisch mit Dampflok fährt jetzt wieder an dem Tag und da? Oder gemischt? Oh, Stichwort News, das fällt mir gerade ein. Für alle, die Minitzwerk vermissen, also das Tool für Raywards Online. Das gibt's jetzt wieder. Ich hatte heute einen Talk mit dem Entwickler, mit dem Ian, und der möchte es wieder auf die Beine stellen. Momentan ist es, sagen wir es mal, Alpha-Status, dass die Spines wieder angezeigt werden, also den neuen. Aber das soll wieder so funktionieren, wie es vorher funktioniert hat. Ich bin sehr gespannt. Und der Discord-Server von uns ist jetzt der offizielle Discord-Server von dem Tool. Das ist mir eine große Ehre. Aber wenn es dann wieder vorzeigbar ist, dass es wirklich so funktioniert, wie auch er sich das vorstellt, dann werde ich dazu noch mal ein Video machen. Ja, so im Fahrgastraum ist es schon ein bisschen dunkel. Bleib mal lieber vorne. Ah, okay, also so eine Mischzeitung. Mit Discord, also von einem Modding-Tool für Raywards Online, sind wir jetzt der offizielle Discord-Server. Und da wären wir wieder in der Freiheit. Schön ist es. Nein, nicht der FreeFM Discord-Server. Ich habe ja für meinen YouTube-Kanal einen eigenen Discord-Server. Dass ich da rund um das Gaming dreht, was ich da mache. Ist unabhängig von FreeFM. Hä? Wieso schreckt das nach? Ich bin stolz auf mich. Wenn ich ein paar Kilometer gefahren habe, noch keine Zwangsbremsung gehabt. Und sonst ist auch noch nichts Doofes passiert.
Ja, ich glaube, das Lenzburg fahren wir hier Fullspeed. Und da haben wir einen Busch überfahren. Ah, das muss so. Was kommt uns denn da entgegen? Auch ein Swiss Express. Sind aber heute einige unterwegs. Sind das reale Strecken? Ja, die Strecke ist sogar sehr real. Das ist meine Stammstrecke hier in der Schweiz. Das ist die Strecke zwischen Zürich und Olten. Würde noch weitergehen nach Bern. Aber das, was du hier siehst, gibt es auch so in echt. Und bin ich auch in echt schon mehrmals abgefahren. Ist nicht fiktiv. Außer man sagt, die Schweiz gibt es nicht. Dann ist es vielleicht für den einen oder anderen fiktiv. Da zum Beispiel haben wir das Depot vom Militär, haben hier einen eigenen Gleisanschluss. Und so auch wie hier, das Szenerie, stehen hier immer ein Haufen Militärfahrzeuge rum. Jetzt vielleicht nicht gerade diese LKWs, aber es ist trotzdem immer voll hier. Und da vorne ist Lenzburg, unser erster planmäßiger Halt. So, tun wir schon mal einbremsen. Mit der Lok zumindest, damit wir Spannung haben. Um 24 sollten wir eigentlich da sein. Wir sind vor der Zeit. Nice. Mich würde es interessieren, wie mein Arbeitsplatz im Spiel aussieht. Ich arbeite im Pressefachgeschäft im Bahnhof. Wer kommt auf den Bahnhof da fahren, ob es umgesetzt ist? Oh, da sind mal die Frames kurz nach unten gegangen. Oh, das Bremsquietschen, das hätte sich echt sparen können. Okay, machen wir die Tür noch auf. Ja, bei welchem Bahnhof bist du denn? Da ich sehr mit verbunden bin, bin Schuss daher zu kommen, wo ich herkomme. Alles immer schön. Aber ich zeig dir mal kurz, wie die Läden teilweise hier so aussehen. Das sind halt meist halt hier nur so Fassaden. Das sind schon echte Fotos. Wie da zum Beispiel, da sieht man den Fotografen, der das gemacht hat. Aber mehr ist es dann auch nicht. Also alles, was quasi abseits der Eisenbahn ist. Oh, und ich sehe gerade, die wird die Linie noch gebildet. Ist halt nicht sehr detailliert. Ist das Gleis hier noch? Ich habe mich schon immer gefragt, wo es hier links eigentlich hingeht.
bin da nie entlang gefahren. Und einmal die Autobahn hier. Aber ja, in dem Bereich steht einmal Krümpel rum. Was? Die Leute in Lenzburg? Ah ja. Dann hast du was im Bahnhof drin. Ja, also im Bahnhof ist es hier nicht modelliert. Es sind wirklich nur die Fassaden hier. Okay, gehen wir mal bitte in den Steuerwagen hier rein. Und Josh, kennst du noch den Swiss Express? So, wir haben die Abfahrt. Hören zu. Nächster Halt, Arau. Oh mein Gott, du kennst den Swiss Express nicht mehr. Aber du wirst dann wenigstens den Lok hier zum Schluss gesehen haben, am Zürcher Hauptbahnhof. Die hier. So. Ja, mein Schmack ist hier. Och nö. 60. Voll die Spielverderber hier. Oh geil, die alten Regiowagen mit den gelben Türen. Also zwei von denen stehen oft am Harbi rum. Momentan sind sie gerade bei dem Rübenexpress unterwegs, also zumindest eine. Aber die werden bald außer Dienst gestellt. Leider. Danke dir, ZOB, dass du jetzt nicht eine Notbremse reingeschmissen hast. Ja, schon teilweise ganz schön steil hier. Oha, was steht denn da? Interesting.
Also in der Farbkombi habe ich den echt auch noch nicht gesehen. Dich ja, aber die hier nicht. Sollte mal wieder Gas geben. Dürfen ja wieder. Ich sehe gerade, mein Hauptbahnhof hat sogar ein eigenes Wikipedia-Artikel und ist sogar über 150 Jahre alt. Ja, er ist ein bisschen älter. Ich glaube, ich wechsle meine Musik. Ja, besser. Noch ein Swiss Express. Oh, ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ihr müsst euch mal den Speisewagen geben. Er denn? Da, der Speisewagen. Mit der kleinen Bar da hinten. Aber sieht mega gemütlich aus hier drin. Und ich muss jetzt bald anhalten in Aarau. Das ist nicht so geil. Auf 60 runter. Wieso kriegen wir eine 60? Einmal über die Weiche drüber. Naja, sieht ganz so aus. Gut, dann werden wir es aber anhalten. Ah, das war vielleicht ein Gott dezent zu viel. Aber wir sind gut in der Zeit. Kann man durchgehen lassen. Als nächstes kommt auf jeden Fall die Gotthardstrecke dran. Auch mit einer anderen Variante von ihm. Muss mal auf racim.de gucken, ob es für das vielleicht ein Soundpatch gibt, aber ich glaube es nicht. Schweizer Züge sind irgendwie so ein Nischending bei TS Classic. Olten, nächster Halt, 13 Kilometer.
meine sogar die Luzern-Susi-Strecke, was sie da für den TS Classic, Transient World rausgebracht haben, war ja total für den Arsch, weil sie da das ECDS total verbuggt haben. Zumindest zum Release. Ich habe es mir schon lange nicht mehr angeschaut. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile gut ist. Aber als das Teil rausgekommen ist, war das furchtbar. Aber so ein paar Pro-Add-ons für die Schweiz, das wäre schon mega geil. Ich meine, die Modelle, was wir hier haben, die sind ja alle ganz okay. Aber das größte Problem sind vor allem der Sound. Der ist teilweise grottenschlecht, wie hier zum Beispiel der Bremssound. Es geht gar nicht. Und da, RE442. Wenn die voll am Fahren ist, dann klingt die so ähnlich wie jetzt, aber halt lauter und ein bisschen anders. Es sind halt die Details, was halt irgendwie den Spaß drüben. Oh scheiße, wir haben 60. Ich glaube, das werde ich verbremsen. Bitte nicht ab hier. Nee, Gott sei Dank nicht. Ab der nächsten erst. Ah, da hätte ich doch beinahe eine Zwangsbremsung gekriegt. Aber ich freue mich schon auf die Strecke Oldenbern dann. Kann ich endlich mal Intercity spielen. Von Zürich bis nach Bern. Es wird lustig. Ich meine, beispielsweise der DBZ von Trainworks. Schönes Modell, schönes Fahrgefühl. Aber der Sound ist halt meh. Fand ich ja so geil. Als es dann rauskommt, das habe ich unter den Trailer bei Trainworks reingeschrieben. Ja, die haben da mega laute Musik im Trailer drin, um den Sound zu kaschieren. Und das war so. Man hat den Sound von der DBZ kaum gehört, weil die Musik so laut war. Und dann haben sie das Kommentar gelöscht. Die Ärsche. So, was ist jetzt hier mit der 60er Beschränkung? Ich dachte, die wäre jetzt hier jetzt eigentlich irgendwo. Oder kommt die da vorne? Ah, da vorne. Jetzt ist aber 90. Ja, gut, dann geben wir halt mal ein bisschen Gas. Also falls sich jemand überlegt, sich das Addon hier zu holen, es sind Buffa-Pläne mit dabei. In dem Style wie da. Passend zu den Szenarien. Habe ich jetzt aber gerade nicht da zum Vorzeigen. Beziehungsweise ob OBS dafür nicht eingerichtet. Was? Wieso? Hä? Das habe ich denn jetzt falsch gemacht?
Ja. Alles klar. Bleibt meine Zwangsbremsung. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, warum wir die gekriegt haben. Ich fahre mal weiter bis zum nächsten Signal. Bei TSW Luzern, so hätten sie auch die ganze S1 nachbauen können. Oh ja, tatsächlich. War dezent kurz. Ach, nehmen wir mit einmal. Da gibt er Distanzbeschränkung. Das kommt dann in TSW 5. Da können sie ein paar Kilometer weiter bauen. Also Fahrt habe ich. Keine Ahnung, warum ich jetzt so eine Zwangsbremse gekriegt habe. Luzernbar, dann hat Susi ist DLC. Ja, ich würde es ihnen zutrauen. Für 35 Franken. Bist aber noch billiger unterwegs. Ich bin ja schon mal gespannt auf die neue Strecke von Ribbit Games, die englische, was jetzt rauskommen soll. Aber auch das ist halt irgendwo langweilig, weil genau die gleiche Birmingham-Strecke gibt es schon für TS Classic. Sind einfach nicht kreativ. Sollen wir was Neues machen, was sonst noch nicht gegeben hat. Und gerade vor allem Vivid Games. Das sollen wir in der Schweiz ein bisschen rumbasteln. Da gibt es so wenig Strecken. Es gibt diese SBB Route 1, dann gibt es diese Gotthardbahn und dann gibt es jetzt hier Zürich-Olten, soweit ich weiß. Das war's dann mit Schweizer Strecken. Und dann halt natürlich noch die Zuseelinie da in Transient World, wenn man jetzt so mit erzählt. Dachte, okay. Aber es gibt so geile Strecken, die auch noch anspruchsvoll sind. Ah, nee, okay, nee, Moment mal. Die ganzen RHB-Linien sind ja noch bei TS Classic mit dabei. Die Arosa-Linie, Berliner Bahn etc. Stimmt, die habe ich jetzt ganz vergessen. Aber normalspurtechnisch fehlt so vieles. Zum Beispiel durch den Gotthard mal unten mal durchfahren. Oder Strecke Bern bis. Bern. Moment mal jetzt. Bern, Thun, Spiez, Wiss und Bruck hinten noch. Das wäre es ja noch. Da vorne schon Olten. Und jetzt habe ich gerade voll nicht aufpasst. Ja, nächste Zwangsbremsung. Ja, I know. Das war zu schnell. Es kommt davon, wenn man auf einen anderen Monitor guckt, der nicht aufpasst. Gott sei Dank gibt es die ZOB, die so ein Chaos-Löten wie mich ausbremst. Ah, so kurz vorm Ziel. Zwei Zwangsen. Boah, das ist Bremsgeräusch. So, gerade wieder Düsen hier. Ab bei dem Bahnhof. Hat keiner gesehen. Thank you.
Störung im Betriebsablauf. Pavo ist mal wieder unterwegs. Und da werden wir, Bahnhof Olten. Und weiter geht die Strecke halt nicht mehr. Leider Gottes. Ich bin aber schon ein bisschen zu lang von dem Bahnsteig, kann es sein? Denn Signal habe ich überfahren und die Lok steht jetzt gerade erstmal ein bisschen drin. Na gut, ich glaube, das wäre sich ausgegangen. Was ist das? Ein halber Wagen hier über dem Signal, weil davor hätte ich halten sollen. Ja, dann wäre die Lok dahinter gestanden. Wäre sie gerade noch so ausgegangen. Was ein Ding. Ansagen hätte ich tatsächlich machen können mit dem RW Enhancer, aber den habe ich heute mal nicht eingeschalten. Das nächste Mal. Okay, Türen auf. Kommt denn noch was? Nee. Aber das war's mit dem Swiss Express. Und jetzt ist ja eh schon kurz vor 11. Liebe Leute, wir müssen alle morgen arbeiten. Das war's für heute. Und ja, vielleicht bin ich morgen Abend wieder online, beziehungsweise am Stream. Und dann machen wir mit Railroads Online weiter. Momentan kämpfe ich da mit den Brücken. Und ich habe da einen Tipp im Forum gekriegt, wie man vielleicht höhere Brücken bauen kann. Das muss ich aber noch testen. Weil die Stahlbrücken sind momentan voll für den Arsch. Aber ja, erstmal das. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.